Hallöchen, herzlich willkommen zu Ultimate Fishing Simulator 2. Ich habe den Key zur Verfügung gestellt bekommen und das Spiel kommt in 3 Tagen raus, am 22. August. Ja, und ich dachte mir, wir schauen hier einfach mal im Vorfeld schon mal rein. Und das Erste, was passiert, wenn man das Spiel startet, ihr seht genau diesen Bildschirm und könnt euch dann ein Profil aussuchen. Und anscheinend gibt es hier unterschiedliche Modis. Ich habe auch die Info bekommen vom Entwickler, dass es ein Early Access Spiel ist und es immer noch zu Bugs und Spielabstürzen kommen kann. Okay, ich würde sagen, also wir können ja normal spielen, wir können realistic spielen und Sandbox ist allerdings noch ausgegraut, ne? Ich gehe auf normal. Schauen wir uns das erstmal in diesem Modi an und dann... Achso, ich denke mir gerade, hä, was will er denn jetzt von mir? Ja klar, er will noch einen Namen haben. Vorher passiert da wahrscheinlich nichts. Okay, gut, haben wir. Tschüss. Didim. Okay. Jo, also so sieht das Startbildschirm aus. Was mich jetzt natürlich ein bisschen wundern ist, dass das Ganze auf Englisch ist. Denn ich meine, wenn das Spiel in 3 Tagen rauskommt, dann gehe ich ja fast schon mal davon aus, dass es auch auf Deutsch verfügbar sein soll. Das ist unsere Statistik. Hier haben wir unsere Questen, hier haben wir unsere Skills und ja. Hier sind unsere Settings. Und da muss ich tatsächlich noch mal gucken, wie in der Language. Ah, schaut mal, Germany. Apply. Und dann sieht die ganze Sache doch schon anders aus. Sehr schön, genau so soll es sein. Denn ich mache ja keinen englischen Content, also können wir es auch auf Deutsch spielen, ne? Profil, Fischernetz, genau, angeln gehen, Ausrüstung, Geschäft, Turniere, tralala, blablabla. Ja, pff. Ist ein Angelspiel, gehen wir angeln, oder? Ich mal sagen. Willkommen im Ultimate Fishing 2 Simulator. Wollen Sie das Tutorial starten? Nur freilich. Das wollen wir auf jeden Fall. Oh lala. Okay. Sie können sich auf dem Farmplatz mit Hilfe WASD-Tasten und der Maus bewegen. Auf der rechten Seite des Bildschirms finden Sie Informationen über das Wetter und die Ausrüstung, die Sie im Augenblick benutzen. Schauen Sie sich auf dem Fangnetz um und dann nähern Sie sich dem Wasser. Oh, hi. Ja. Hey, sieht schon mal interessant aus. Ich will aber noch mal ganz kurz was gucken. Und zwar, was hat er mir denn grafiktechnisch hier eingestellt? Vollbild. Gesamtqualität niedrig. Ich mache die mal kurz auf hoch. Nehmen wir mal back. Merken wir jetzt einen Unterschied? Ich weiß ja nicht. Also ich finde jetzt die Schrift, das kann aber jetzt auch an meinem Monitor liegen, so ein bisschen unscharf hier. Wenn ich jetzt rüber auf einen anderen Monitor gucke, sieht es gut aus. Ja. Okay, hier wachsen auf jeden Fall auch Pilze. Vielleicht können wir irgendwann mal Pilze sammeln. Mit Pilze angeln haben wir ja im Northern Lights gelernt, dass das auch geht, mit Pilze zu angeln. Ah, okay. Wir wollen jetzt erstmal Tutorial spielen. Sie können sich auf dem Fangplatz mit Hilfe der wir... Ach, so hatten wir doch schon. Schauen Sie sich um. Ja. Und dann nähern Sie sich dem Wasser. Haben wir doch gemacht, ne? Wie weit kann ich noch? Ah, okay. Ich musste noch weiter vorgehen. Eine der beliebtesten Fischfangmethoden ist Posenfischen. Tatsächlich nicht unbedingt meine Favorite-Fishing-Art, aber das macht ja nichts. Wählen Sie jetzt ein Schwimmerset aus, in dem Sie 2 drücken. Okay. Hui. Posenfischen, Kurzstreckenwurf. Die einfachste Weise, die Angelrute zu werfen, ist der Kurzstreckenwurf. Achten Sie doch darauf, eine Stelle mit ausreichender Tiefe zu wählen. Bevor Sie die Rute werfen, können Sie die Schwimmtiefe mit... also mit irgendwas anpassen, führen Sie einen Kurzstreckenwurf aus, indem Sie die rechte Maustaste gedrückt halten. Die rechte Maustaste, okay. Hä? Wo ist meine Angel hin? What the hell? Meine Angel weg? So, jetzt, da ist sie. Es war wahrscheinlich ein bisschen zu kurz.
Hey, liegt mich gerade veräppelt. Hören Sie einen Kurzstreckenwurf aus, indem Sie die rechte Maustaste gedrückt halten. Ah. Okay, das ist auf jeden Fall ein Kurzstreckenwurf hier. Definitiv. So, was können wir denn hier erkennen? Es ist durch die Grafik da oben ein bisschen schwer zu lesen. Also wir haben 16er Haken drauf. Mono-Vorfach wahrscheinlich oder eine Monoschnur. Stärke 1,3 Kilo können wir damit fangen und die ist 150 Meter lang. Okay. Und unten sehen wir dann halt noch die Vorfachlänge. 50 Zentimeter. Zug 70%, Geschwindigkeit 50%. Okay. Dann haben wir ja noch da so eine Anzeige. Was steht denn da? Schnurrute und Angelrolle. Aber ich glaube, wir sollten ja eigentlich nur einen Wurf machen, ne? Ich glaube, wir sollten noch gar keinen Fisch fangen. Die Schnur wurde durch Drücken von der linken Maustaste eingespult. Eingeholt könnte man auch sagen, oder? Die Einspulgeschwindigkeit verändern Sie mit dem Mausrad. Ah, ja, das ist das, was ich gerade gemacht hatte. Mit den Tasten Plus Minus können Sie die Zugkraft einstellen. Sie können den Wurf auch zurücksetzen, indem Sie Q drücken. Das haben wir durch Zufall herausgefunden. Nun spulen Sie die Schnur vollständig ein. Okay, machen wir. Ich sage ja, wir sollten noch gar keinen Fisch fangen. Machen Sie einen Langstreckenwurf, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten. Führen Sie jetzt einen solchen Wurf aus. Okay, also wir drücken ganz lange, bis der Balken da unten ausgefüllt ist. Ja. Hallo? War das jetzt? Ah ja. Wie? Ihre nächste Aufgabe ist es, einen Fisch zu fangen. Sie können die Unterwasserkamera benutzen. Da kommt's doch. Indem Sie die U-Taste drücken, um zu sehen, was unter Wasser passiert. Warten Sie darauf, dass der Fisch vom Köder angelockt wird. Es kann jetzt natürlich sein, in dem Tutorial, dass er mir. Ich habe ja die ganzen Tasten schon gedrückt, ne? Es war halt noch nicht freigeschalten und deswegen. Hat die Glaube auch noch nicht funktioniert, ne? Okay. Ja, drücken wir mal U. Hui! That's very interesting. Habe ich noch nie so geangelt, ganz ehrlich. Okay. Mit der Maus können wir dann hier auch ein bisschen drehen, aber nur nach rechts und links, nicht hoch und runter oder so. Interessant. Drücken Sie die Leertaste. Rechte Maustaste müssen wir drücken. Wenn Sie einen Fisch am Haken haben, können Sie ihn an Land ziehen, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten. Nun können Sie den Fisch an Land ziehen. Okay. Komme ich hier mit U wieder raus? Ja. Hallo Fisch. Was haben wir denn da Schönes? Ui, sieht ein bisschen tricky aus gerade. Erfolgreicher Fang. Nachdem Sie einen Fisch gefangen haben, können Sie ihn entweder behalten oder freilassen, was Ihnen jeweils unterschiedliche Boni verschafft. Geben Sie den Fisch jetzt frei. Als nächstes wählen Sie ein Spin-Set durch das Drücken von 1. Drücken Sie die Leertaste. Okay, gucken wir uns den Fisch aber mal an. Sieht nach einer Brasse aus, oder? Ist das eine Brasse? Steht das eigentlich irgendwo? Ach ja, lol. Hier unten. Aber die sollen wir ja wieder freigeben. Interessant. Ja, die sollen ein bisschen klein, ne? Aber wir mal hier gucken. Okay. Jo, dann drücken wir mal freigeben. Tschüss, Brasse. Okay. Als nächstes sollen wir halt also das Spinset auswählen mit Drücken der 1. So, vorher hatten wir die 2 gedrückt, ne? Also haben wir Posen auf der 2. Ob das jetzt immer so ist, I don't know.
Es ist Zeit, eine neue Art von Fischen zu lernen. In diesem Schritt werden Sie lernen, wie Sie die Spin-Methode verwenden. Führen Sie nun einen Weitwurf aus, indem Sie die linke Maustaste betätigen. Das war jetzt aber nicht so weit, ne? Okay, haben wir. Zack. Ist reingeflutscht. Aha. Führen Sie den Köder so, dass seine Wirksamkeit so groß wie möglich ist. In der oberen rechten Ecke, ja, des Bildschirms ist ein Köderindikator. Wenn er grün wird, bedeutet das, dass seine Effizienz zunimmt. Reduzieren Sie die Wiedereinzugsgeschwindigkeit auf 10% Mausrad und holen Sie den Köder ein, bis ein Biss erfolgt. Werfen Sie den Köder so lange aus, bis Sie einen Fisch gefangen haben. Okay, dann machen wir es mal runter. Geschwindigkeit soll auf 10%, haben die gesagt, sein. Ne? Köder ist effektiv. Wir können ja auch noch mal schnell U drücken. Oh, schaut mal. Aber sehen tut man es ja mal ein bisschen kacker, hä? Wow! Okay, also man muss sofort aus der U-Perspektive anscheinend wieder raus. Wow, ich glaube, das war ein Hecht, ne? Das war doch ein Hecht hier. Ist er jetzt noch dran? Also, ist mit der Spannung so ein bisschen tricky, muss man herausfinden. Finde ich, aber schaut mal, die Schnur ist schon ganz schön gut belastet, ist aber noch nicht im roten Bereich, alles gut. Er kann jetzt auch noch nicht so groß sein. Aber nice, ein Hecht. Finde ich schon mal cool. Sollen wir damit gleich anfangen und der uns vermutlich auch nicht die Schnur durchbeißt. Was haben wir denn da überhaupt für Mono? Eine Mono-Schnur. Eigentlich angelt man ja da eher mit einem stärkeren Vorfach. Stahlvorfach, ne? Zum Beispiel. Ah, der ist ja der Bibi hier, ne? Ich bin ganz schön lange grobeln hier, muss ich sagen. Kann man das nochmal irgendwie ändern? Hui! Wählen Sie Halten aus, um den Fisch in Ihr Netz zu legen. Das Netz wird zum Verhalten der Fische verwalten. Verwendet. Sie können das öffnen, indem Sie mit Escape zum Hauptmenü gehen und das Spielerprofil öffnen. Ja, ich sag doch, ein kleiner Hecht. Ich meine, er ist wirklich süß, ne? 0,5. Also, wir sind über 500 Gramm. Ja, niedlich. Aber die haben ja gesagt, wir sollen den behalten, right? Ja, okay. Gut, haben wir. Durch Drücken der M-Taste wird die Karte eines bestimmten Standortes geöffnet. Mit dieser Taste können Sie sich zu einer bestimmten Stelle teleportieren, indem Sie auf die Nummer des Fangplatzes klicken. Das Wetter verändern. Okay. Wollen wir jetzt anscheinend hier irgendwie machen? Oh! Ah ja, also sollen wir jetzt wahrscheinlich hier zum zweiten Platz wechseln? Jupp. Hallo. Alle Informationen, die Sie benötigen, finden Sie auf der Registrierkarte Hilfe. Das ist ja nett. Wie? Das war's schon? What? Okay. Okay. Also das ist ja unser Häuschen, ne? Oh Gott, was soll da mein Bild hier an den Zeilen? Hilfe! Ja klar, nimmt das 7-Bild. Spielzeit, gefangene Fische, 2. Sehr schön. Fischernetz. 15 Kilo passen rein. Okay, das Fischernetz öffnen. Oder wir können zum Wohnsitz gehen. Ich würde mal sagen, wir gucken uns das mal an. Ein Wohnsitz. Oh, was ist das denn? Sind wir etwa bei Aquarist? Apropos Aquarist, ne? Wenn ihr mal einen Simulator mit Aquarien spielen wollt, kann ich euch empfehlen. Playlist findet ihr auch bei mir auf dem Kanal. Aquarist, sehr nice. Okay, ja, also wir haben hier anscheinend Aquarien, wo wir unsere Fische aufheben können. Das ist ja geil, ne? Also ich würde da besondere Fische natürlich nur einsperren hier. Aber nice. Okay, was haben wir hier noch?
Und hier können wir unsere Trophäen aufhängen. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Vor allem müssen wir da nicht tierisch viel Knatter ausgeben, dass wir das machen müssen anscheinend. Ne? Zwinker. Ja. Und wie kommen wir hier wieder raus? Mit Escape. Okay, mit der rechten Maustaste die Fische füttern und mit der linken Maustaste Aquarium verwalten. Ist alles ausgegraut. Und wir können 10 Fische hier drinnen lagern. Sind die eigentlich alle gleich aus, die Aquarien? Also, naja, okay, ein bisschen unterschiedlich sind die, ne? Ja. Mhm. Wie viel haben wir hier? Da haben wir 2 und hier haben wir auch nochmal 2. Ja, da müsste man ja eigentlich mal hier so einen Fisch reinpacken. Wie geht denn das? Lasst uns mal kurz gucken. Das ist ja unser Fischernetz, ne? Fischernetz öffnen. Ein Kettenhecht war das übrigens sogar. Ein Sternchen hat er uns gegeben. Und wir können den jetzt zum Aquarium hinzufügen, zu den Trophäen. Und in 3D können wir uns den auch anzeigen lassen. Oh, schön, nice. Cool. Und wir können den, wow, sogar drehen. Sehr, sehr echt nice. Oh, ein Squinny von. Geiler Scheiß. Fällt mir. So, können wir wieder ausklicken? Na, ich würde mal sagen, weil es unser erster Fisch war. Ich stehe jetzt ins Aquarium schon gesetzt, ja, ne? Hey. Da ist er. Schaut mal. Oi. Wir füttern den auch gleich mal. Da oben fällt ein Wurm. Zack. Flupp, weg ist er. Ah, das ist ja cool gemacht. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Nice. Richtig nice. Cool. Wie holt man die hier wieder raus? Also, ich meine, wir haben hier jetzt einen Fisch hier reingesetzt, ne? Aber wie gesagt, nicht vergessen, Early Access. Ich steht mir nicht irgendwie linker Mausbutton, also linke Maustaste drücken, um das Aquarium zu verwalten. Ah, okay. Jetzt können wir halt im Nach... Ich nehme an, wenn jetzt hier noch mehr Fische werden, dann würden wir das hier alles aufgelistet bekommen. Und wir können den halt im Nachhinein immer noch verkaufen. Ne? Aber ich würde mal sagen, unser allererster Fisch, den wir im Kescher hatten, und den lassen wir jetzt hier einfach mal drin, so als Memory, Erinnerung. Ja, cool. Gefällt mir ganz gut, also der erste Eindruck, aber... Ich halte mich immer ganz gern zurück mittlerweile bei den Spielen. Das muss man länger öfter spielen. Und erst dann, finde ich, kann man wirklich eine Einschätzung geben, ob das jetzt geil ist oder nicht. Aber es wird auch definitiv nicht die letzte Folge gewesen sein. Aber für heute ist erstmal Feierabend. Ihr könnt mir mal sagen, wie ihr das Spiel findet. Ob ihr euch das kaufen würdet oder vielleicht noch ein bisschen abwartet, schaut. Ja, würde mich mal interessieren, ne? Und ja, wie gesagt, Release 22. August. Schreibt euch das im Kalender ein oder packt euch das Spiel auf die Wunschliste bei Steam. Dann könnt ihr euch das kaufen. Wie der Preis ist, I don't know. Ich habe jetzt auch noch nicht nachgeguckt, weiß ich nicht. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis dann, tschüssi, bye bye.